Hallo und herzlich willkommen bei den Maltisch am Mittwoch Tutorials. In dieser Videoserie veröffentliche ich alle im Maltisch am Mittwoch gezeigten How to Paints als separates Video, was mir die Organisation und Verwaltung, als auch euch, die Suche nach dem Content erleichtern sollte. Die im Video gezeigten How-Tos sind auf jeden Fall ganz nah an der Praxis orientiert, denn es ist genau die Art, wie ich an die Modelle herangehen würde und von Quick and Easy über Layern, über wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit, genau die Schritte, die ich anwenden würde für meine Miniaturen, die bei mir im Spiel auftauchen. Und deshalb, wenn ihr Lust habt, eins dieser How-to-Paints mal nachzumalen und eure Figuren in sozialen Medien teilen wollt, dann tut dies doch bitte mit den Hashtags Dizzyfinger, Maltisch am Mittwoch oder Mamtu, M-A-M-T-U, für Maltisch am Mittwoch Tutorials. Und wie ihr es gewohnt seid, beginnt das How-to-Paint nach dem Intro. Na dann, herzlich willkommen zum Tutorial der Death Guard aus der neuen Warhammer 40k 8. Edition Grundbox. Und das ist das Farbschema, das wir erreichen wollen. Es handelt sich hier um ein an die Death Guard Legion angelehntes Farbschema mit einem sehr, schäbigen Weiß als Rüstton. Grünen Schultern und so bronze-messingfarbenen Beschlägen. Recht monoton das Farbschema, aber genau das ist das, was ich hiermit auch erzielen wollte. Mutation und Haut entsprechend auch nicht ganz so auffällig. Und wir nehmen uns jetzt dieses Modell hier vor. Das ist der dicke Mann mit den vielen Auspuffschächten an der Rüstung. Ich habe mir das Modell genommen, zusammengebaut und hier am Unterarm, also über dem Ellenbogen, einmal einen Cut gesetzt, bevor ich das geklebt habe. Das heißt, das Teil habe ich separiert, was fürs Bemalen Sinn macht, da wir dann hier besser an die Brustplatte kommen. Und das nachträglich auch ganz einfach hier so vorkleben können. Ich habe das Modell erstmal in Schwarz, also Chaos Black, grundiert und habe dann mit Flames of War Sherman Drap einmal drüber gehalten. Es ging natürlich auch sofort auf dem Schwarz, aber da ich das beim ersten Modell beim Tester aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund schon so gemacht habe, mache ich das auch einfach hier bei dem Tutorial auch nochmal. So, gehen wir mal die Farben durch, die wir für dieses Modell noch brauchen. Flayed One Flash. Einmal hier Agrax Earth Shade Soft Tone, also den Shade Agrax Earth Shade zu gleichen Teilen mit Lemmihan Medium vermischen. Dann Palette Witch Flash. Dann Seraphim Sepia Soft Tone, genau dasselbe wie bei Agrax Earthshade mit Lemmihan Medium zu gleichen Teilen gestreckt. Dann brauche ich Dryad Bark und Storm Vermin Fur, Bookman's Glow sowie Cadian Fleshtone und Kislev Flesh. Dann habe ich hier Leadbelcher und Runefang Steel. Ich habe Balthasar Gold und Runelord Brass. Genau wie dazu passend Nihilac Oxide. Ich habe Reikland Flash Shade. Celeste Castellan Green und Death World Forest, Abaddon Black, Ashen Grey und als weitere Stufen dazu Dawnstone und Administratum Grey.
Celestra Grey, Corn Red, Mephiston Red, Wild Rider Red, Troll Slayer Orange und Avaland Sunset. Dazu nehme ich mir noch vom Tabletop Basement Pigmente in Umbra Braun und in Terra di Siena. Diese Pigmente habe ich mir hier schon auf einer Untertasse vorbereitet. Die sind hier drauf geträufelt und dann mit Wasser angelöst. Die werde ich dann zu späterer Zeit auch noch einmal anlösen. Und was wir auch hier brauchen für dieses Tutorial ist ein Schwämmchen. Das ist jetzt hier zum Beispiel das Stück eines Blisters von einem Hersteller, der Metallminiaturen verschickt. Da ist in so einem Metallblister nochmal extra so ein bisschen von diesem Polstermaterial mit drin. Und das kann man wunderbar nehmen, um hinter die Lackschäden an die Rüstung zu bringen. So, abschließend, auch noch ganz wichtig, abschließend, ganz am Ende des Tutorials benötigen wir auch noch einmal Art Code und wahrscheinlich Blood for the Blood God. Die beiden Farben müssen nämlich auch noch. So, und jetzt können wir tatsächlich auch mit dem Tutorial beginnen. Ich beginne erstmal die Grundfarbe auf das Modell aufzubringen. Und das mache ich in einer, sagen wir, eher unkonventionellen Art. Ich nehme mir Flayed One Flesh. Nehme mir hier einen schon ziemlich abgeranzten Bürstpinsel. Und dann tupfe ich die Farbe einfach hier vorsichtig auf die Rüstung. Das bedarf auch mehrerer Schichten. Genauso, als würde ich es malen. Nur hier handelt es sich um einen schon etwas ranzigen Marine, einen Plague Marine. Der darf dann auch schon etwas unsauberer wirken. Also wenn hier einige Stellen ein bisschen scheckig bleiben letztendlich oder der Übergang zu der Farbe darunter nicht ganz so sauber ist, was ja eigentlich scheckig ist, darf das ruhig so sein. So, im Vergleich zu dem Primaris-Tutorial werde ich versuchen, hier die Schritte vorzumachen, dann abseits der Kamera wirklich durchzuführen, euch das Ergebnis zu zeigen und den nächsten Schritt durchzuführen, dass es sich hierbei auch nicht wie beim Primaris Marine um ein zweieinhalbstündiges Tutorial handelt. Und das werde ich jetzt hier nochmal durchführen am ganzen Modell. Ich zeige euch das hier vorne nochmal mit einer zweiten Schicht tupfen. Das Ganze dann zum Beispiel schon so aus. So, ne, im Vergleich der Beine. Und dann mit einer dritten Schicht tupfen haben wir fast eine smooth Oberfläche. Und das werde ich jetzt im ganzen Modell machen und euch gleich den komplett mit Flayed One Flesh getupften Plague Marine einmal präsentieren. Da ist der gute Herr fertig getupft. Wie ihr hier sehen könnt, an manchen Stellen nicht ganz hundertprozentig, auch hier hinten in den Vertiefungen nicht wirklich ganz rein. Ist aber nicht so schlimm, denn da ist halt auch Schatten. Und nachdem das Modell mit Palette Witch Flash einmal, sagen wir, vorgrundiert wurde, nehme ich mir jetzt Agrax Earth Shade Soft Tone. Wobei mir einfällt, dass ich normalen Agrax Earth Shade auch genommen habe für das andere Modell. Ich schlinge, habe ich vergessen. Und mit diesem Soft Tone werde ich jetzt einmal das komplette Modell, beziehungsweise die komplette in Flayed One Flash getupfte Rüstung bemalen, um schon mal ein bisschen Tiefe reinzubekommen und dann gleich mit der Rüstung weitermachen zu können.
Wir werden nämlich in diesem Tutorial, man glaubt es kaum, viele Techniken nutzen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Wir haben jetzt quasi Tupfen, also Stippling. Wir werden nach diesem Shaden oder Lasieren, werden wir das Trockenbürsten nutzen. Ich werde Schichten nutzen, ich werde Pigmente nutzen. Ja, also sehr viele Techniken, bis quasi auch bis zum Blacklining, wobei wir dann quasi ein Seraphim-Lining machen werden. Die Personen unter euch, die sich das Primaris Angel of Redemption Video angeguckt haben, die werden eventuell den Schritt mit dem Blacklining mit Seraphim Sepia auch schon kennen. Und die anderen schauen sich das gleich einfach hier an. Das ist dann eine sehr gute Taktik-Technik, um nachträglich nochmal die Rüstung zu verfärben und auch die Rüstelemente voneinander abzugrenzen. So, wie es immer so ist, wenn man etwas shadet, muss es danach trocknen. Und das werde ich dann auch gut durchtrocknen lassen. Also es muss wirklich ganz durchtrocken sein. Es darf nicht irgendwo noch eine Mini-Stelle ein bisschen feucht sein, wo ich dann sage, nee, ist ja egal. Die treffe ich ja sowieso nicht. Hier ist es wirklich wichtig, dass alles gut trocken ist. So, und wozu der Geiz? Hier nochmal ein bisschen mehr hin. Dann haben wir auch noch mehr Vertiefung. Also ruhig ein bisschen mehr da hinten in den Nacken. So, und jetzt seht ihr schon, es macht Sinn, das Modell in Baugruppen zu unterteilen, da ihr so einfach besser an manche Parts herankommt. Wenn ihr hier beim Shaden auch noch an die Umgebung kommt, ist das nicht so schlimm, das wird sowieso alles noch einmal bemalt. Einfach mal richtig schön rumsauen. Der Shade ist drauf. So sieht es aktuell aus und das Ganze kann jetzt einmal zum Trocknen weggepackt werden. Unser netter Plague Marine sieht jetzt so aus. Und ich habe die Zwischenzeit mal genutzt und etwas recherchiert, wie man denn diese Platte hier bemalen könnte, diese Schulterplatte. Ich wollte sie nicht einfach nur golden bzw. Bronze bemalen. Glaube ich, wäre zwar ein cooler Effekt, aber ich habe mich aktuell dazu durchgerungen, ich weiß noch nicht, ob ich es durchziehe, die Knochenfarben zu bemalen. Deshalb muss ich dann, wenn ich es mache, auch noch gleich einmal sagen, welche Farben ich dafür benutzen würde. Aber wir sind ja noch bei der Rüstung. Jetzt werde ich Trockenbürsten nochmal mit Palette Witch Flash und dem Pinsel, den wir vorhin hatten. Dieser ist ja jetzt so ein bisschen angeweicht durch das Wasser, was beim Trockenbürsten ganz gut kommt. Und ja, wir werden jetzt hier einmal die ganze Rüstung schön bürsten. Was, wie ihr wisst oder wissen solltet, immer gegen die Struktur geht. Also ihr nehmt ein bisschen Farbe auf euren Pinsel, nehmt euch hier ein wenig Küchenrolle, streicht es da ab, dass kaum noch was drauf ist. Und dann geht ihr hier gegen die Strukturen. Hier zum Beispiel, weil ja die Linienführung so ist, gehe ich in diese Richtung. Hier unten am Bein ist die Linienführung so. So versuche ich so hoch und runter zu gehen. Nehme mir dafür erstmal ein bisschen Farbe auf. Und gehe so schön immer hoch und runter. Das mache ich bis zu dem Punkt, bis ich so ungefähr den Ton Palette Witch Flash erreicht habe, den ich haben möchte. Da solltet ihr natürlich auch, wenn ihr dieses Farbschema nacheifern wollt, solltet ihr natürlich auch einmal einen Farbtester machen und ungefähr euch die Schritte merken, die ihr gemacht habt, wie oft ihr drüber gegangen seid über die Stellen. Aber mit ein bisschen Übung und Geduld werdet ihr raus haben, wie oft ihr das machen müsst. Und gerade hier zum Beispiel diese an die MK3 angelegte
angelegten Beine sind dafür wunderbar, um da so drüber zu bürsten. Das werde ich jetzt am ganzen Modell einmal machen und euch gleich dann das Ergebnis zeigen. Als nächstes geht es daran, der Rüstung ein paar Akzente zu setzen. Und das funktioniert mit Pallid Witch Flash. Auch das werde ich jetzt wieder aufbürsten. Das macht nämlich das Akzentsetzen hier in dem Falle einfach, da wir mit den nächsten Schritten um die Akzente noch ein paar Schattierungen setzen. Also auch hier wieder ein bisschen Farbe auf den Pinsel. Und wieder gegen die Strukturen. Und ihr seht vielleicht hier schon, hier oben an der Armschiene, das Weiß setzt sich hauptsächlich hier an diesen Linien ab. So, könnt ihr auch wieder die komplette Rüstung einmal bürsten. Natürlich ein bisschen schwächer sozusagen, wie ihr es gerade eben mit dem Flayed One Flash getan habt. Oder beziehungsweise wie wir es mit dem Flayed One Flash getan haben, da wir ja nicht die komplette Arbeit von eben einfach überpinseln wollen, sondern wirklich nur ein paar Kantenakzente aufbürsten wollen. Ja, also ich rede manchmal von Highlights, manchmal von Kantenakzenten. Hier sind es tatsächlich die Akzente an den Kanten. Zum Beispiel haben wir das hier am Backpack, kann man das auch sehr gut sehen. Da haben wir, wenn wir hier rüber gehen, ganz klar hier diese Kanten alle mit erwischt. Und das sieht schon mal an sich sehr gut aus. So, und ich glaube, da brauche ich auch gar nicht wegschalten, weil ich hier sehr flott fertig bin mit dem Schritt. Wichtig ist natürlich hier an der Wandsplatte auch dieser vertikale Strich und auch hier an der Beinschiene. Die darf man dann schon nicht vergessen. Und das Ganze dann auch noch einmal beim Arm. Keine Ahnung, wie viel man von innen sieht, deshalb bemale ich ihn da auch. Und hier oben den Handschuh, der den Bolter von oben hält, auch noch einmal. So, dann kann Pallid Witch Flash zur Seite. Und das Modell sieht aktuell so aus. Wird doch schon langsam was, oder? Jetzt werde ich im nächsten Schritt mich um die anderen Farben kümmern, die das Modell hat. Das heißt, zunächst werde ich jetzt alle Stellen, die wirklich schwarz werden sollen, oder metallern, also hier hinten diese ganzen Schornsteinähnlichen Gebilde, das Messer, hier ein Stück von der Granate oder der Bolter, die werde ich jetzt alle einmal grundieren, nachgrundieren sozusagen, in Abaddon Black. Also ganz einfach die Farbe nehmen und hier auf dem Modell auftragen. Gegebenenfalls an manchen Stellen noch eine zweite Schicht, wenn es zum Beispiel nicht gut genug deckt. Oder ihr beim ersten Mal es nicht geschafft habt, in alle Vertiefungen zu kommen. Dann müsst ihr gegebenenfalls noch ein zweites Mal auftragen. Warum machen wir das? Chaos Black, Abaddon Black, Schwarz, wie auch immer die Farbe heißt, die ihr nehmt, hierfür ist ein perfekter Untergrund für Pigmente oder beziehungsweise pigmentierte Farben wie Metalle. Und ihr habt das dann nicht so, dass zum Beispiel ein heller Untergrund, eine helle Farbe darunter noch durchscheint. Das heißt, ihr schafft noch mal einen soliden dunklen Untergrund für die spätere Metallfarbe oder halt die Grundfarbe für
den schwarzen Phobos-Pattern-Bolter, den er sowieso in der Hand haben soll. Gut, das mache ich jetzt beim ganzen Modell und zeige euch dann einmal, was alles schwarz ist. Nun hoffe ich natürlich, dass ich alle Passagen erwischt habe, die jetzt metallisch werden sollen, und nehme mir jetzt als nächstes Led Belcher als auch Balthasar Gold zur Hand, um die einzelnen Elemente noch mit der metallischen Grundfarbe zu bemalen. Ich beginne hier mit dem Balthasar Gold und trage das einfach ganz simpel hier auf. Und da hat sich bei mir im Kopf auch der Knoten gelöst, den ich hier bei diesen kleinen Schädeln hatte. Zunächst hatte ich überlegt, wie mache ich die? Da ich die Box ja zweimal habe und dieses Modell auch zweimal, werde ich, egal ob ich jetzt umbaue oder nicht, diese Schulterplatte nochmal benutzen, und dann kann ich es ja immer noch anders gestalten. Hier, das ist jetzt einfach ein auf die Schulterplatte gesetztes Ornament aus bronzenen, messingfarbenen, wie auch immer, kleinen Schädeln, die auch alle, genau wie die Schulterplatte, oder die Ränder der Schulterplatte, mit oxidiert sind. So. Und so werde ich jetzt die kompletten goldenen und silbernen Passagen ausblocken. Das heißt, die Ränder der Schultern sind auf jeden Fall golden, die Patronen im Magazin sind golden, und hier oben, ich glaube dieser hier in der Mitte, Quatsch, in der Mitte, oben auf dem Backpack oder der da an der Seite, vielleicht auch beide, Ablassventile werden auch golden an der Spitze. Und der Rest von den gerade eben schwarz gemachten Flächen wird ganz einfach mit Led Belcher, also Silber, bemalt. Und wenn ich damit durch bin, zeige ich euch, wie das Modell dann aussieht. Nachdem nun die Metalle drauf sind, werde ich die nächste Farbe nehmen. Und das ist ganz einfach einmal Castellan Green, denn bei diesem Modell haben wir nicht wirklich viel Grün, das ausgeblockt werden muss. Lediglich hier ein wenig auf der vom Modell aus gesehen rechten Schulterplatte. Ich weiß gar nicht, ob das hier drunter, das könnte auch ein Riss sein. Ja, malen wir das einfach mal das Grün. So. Und im Prinzip geht es jetzt darum, die restlichen Farben auszublocken und dann zum nächsten Schritt zu kommen, der nämlich das Shading dieser Farben ist. So, das ist schon grün. Da brauchen wir gar nicht viel mehr machen, weil ich da noch zigmal mit den Grüntönen drüber gehe. Als nächstes nehme ich mir Grau, Ashen Gray, und bemale damit alle Leitungen und Schläuche, wie zum Beispiel hier, diese Schläuche, die zum Helm gehen. Genauso wie die Schläuche und Leitungen bemale ich auch die Soft Armor, also diese geriffelten Bereiche hier hinten, einmal an diesen Stellen und auch hier an der Hüfte und manchmal, je nachdem, was ihr für ein Modell gerade in der Hand habt, auch in der Kniekehle, in den Armbeugen und im Prinzip an den Handflächen. Da, wo keine richtige Panzerplatte ist, sondern eher dieser weichere Rüstungstyp. Und wenn auch diese Farbe drauf ist, zeige ich euch auch, wie es bis dahin aussieht. Und dann wird vielleicht auch eure Skepsis verschwinden, dass das Modell sehr hell sehr ungebalanced aussieht. Fehlt es nämlich gleich nicht mehr. So langsam wird's was. Jetzt suche ich mir noch die kleinen Details raus, wie zum Beispiel die Augenlinsen. Diese werde ich in Corn Red setzen.
dann alles, was so aus Leder ist oder Holz sein könnte, wie zum Beispiel hier der Schaft der Granate, das Messer, diese Wicklung, als auch hier der Griff des Bolters und diese Wicklung in Dryad Bark. Und dann habe ich hier überall diese ganz kleinen fleischigen Kabel, wie hier, wo auch ein bisschen Grau mit drin ist. Hier hinten ist eins. Und hier diese kleinen Auswüchse, die hier so rauskommen. Genauso wie hier diese, naja, Verwachsungen, Verbindungen, da und da zum Beispiel. Diese werde ich in Bogmans Globe malen. Und wenn das alles fertig ist, zeige ich euch nochmal das komplette Ergebnis und dann machen wir weiter. Ich habe nun alle wichtigen Stellen des Modells mit Farbe versehen. Den Schädel an der Granate habe ich extra noch so gelassen, da ich den nachher mit Knochenfarben hochziehe, farblich. Aber so sieht es doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Was mache ich jetzt als nächstes? Ich werde mir Agrak's Earth Shade nehmen und all diese Elemente, die ich jetzt mit anderen Farben als der Rüstungsfarbe versehen habe, werde ich jetzt gezielt shaden. Jetzt hier überall gezielt diesen Shade auftragen, auch ruhig so, dass er an die Rüstelemente angrenzt und dadurch schon zwischen Objekt und Rüstelement einen Schatten erzeugt. Bei solchen Teilen, die ihr in Baugruppen bemalt und nicht irgendwo drauf festgeklebt habt, könnt ihr das Ganze so gut machen, dass ihr euch irgendwo eine Stelle sucht, bis zu der ihr shadet. Hier ist es zum Beispiel wunderbar, diese Umwicklung. Dann das Teil einmal zur Seite legt, trocknen lasst ein bisschen und dann den Rest shadet. So, hier am Modell. Auf jeden Fall diese ganzen Schläuche hier vorne, die ein wenig Shade vertragen. Bisschen in die Augenhöhlen bzw. auf die Linsen. Hier vorne diesen kleinen Schädel, den ich noch nachträglich aufgemalt habe. Hier oben diesen Spike, dem habe ich auch nochmal nachträglich eine goldene Fassung gegeben. So, und auf der Seite hier. Und so werde ich komplett überall Shade auftragen, natürlich entsprechend vorsichtig, damit ich damit die Rüstung nicht zu sehr zusaue. Denn alles, was jetzt an der Rüstung übergemalt ist, könnte hinterher auf müßige Arbeit repariert werden müssen. Deshalb nehmt euch eure Zeit und malt vorsichtig, oder es tragt vorsichtig den Shade auf. Und wenn das Ganze fertig ist und dann auch gut durchgetrocknet ist, dann geht es weiter mit der Rüstung. Als nächstes werde ich nun Nihilac Oxide und Seraphim Sepia mit Black Lining auf das fertig geschädete Modell auftragen. Nihilac Oxide ist ja nun mal eine sehr einfache Sache. Ich nehme dieses einfach und trage das ganz einfach hier auf die ganzen güldenen Passagen auf. Hier unten im Magazin nicht ganz so viel natürlich. Aber hier auf diese ganzen goldenen Elemente und auch grob drumherum trage ich das einfach mal so auf. Das ist nun mal auch eine sehr einfache Sache. Da muss ich sagen, hat der Games Workshop mit diesen Technical Colors wirklich einen guten Schritt in die richtige Richtung gewagt, eine gute Leistung hingelegt sozusagen.
denn da kann man echt was mit anfangen. Es gab solche Farben und Sets mit solchen Farben wahrscheinlich auch schon von anderen Herstellern. Aber allein, dass der Games Workshop das in dieser Art produziert, hilft uns als Hobbyisten ja doch schon ziemlich. Nun kommen wir zu einem Punkt, wo man sich bei diesem Modell denkt, huch, was ist das denn? Weil eigentlich passt dieser Cyan-Farbenton ja nicht ganz ins Farbschema rein. Und bevor wir hier natürlich weitergearbeitet haben, sieht es erstmal komisch aus. Die Schulter ja noch nicht geheilt, das kann ich da auch ruhig ein bisschen drauf kommen mit dem Moxide. Das ist gar nicht so schlimm. So, dann haben wir hier noch diese kleine Fliege, diesen kleinen Anhänger, den man an vielen dieser Death Guard Modelle ja findet. Und hier diesen großen Lot, der auch gut oxidiert ist. So. Sehr schön. Während das am Modell trocknet, mit diesem Black Lining direkt mal anfangen. Wer das Primaris Tutorial gesehen hat, weiß, worum es geht. Für alle anderen, die es nicht gesehen haben, zeige ich es nochmal. Also ich habe hier Seraphim Sepia gemischt, 1:1 oder 50:50, je nachdem, wie man das sagen möchte, mit Lamihan Medium, was ja quasi ein Verdünner ist. So, das nehme ich jetzt hier auf den Pinsel auf und trage das überall hier in diese Vertiefung ein. Überall an diese Kanten. Je nachdem, an welcher Kante das ist und wie gut es da aussieht, mal mehr, mal weniger. Genauso trage ich es auf in solche Kratzer. Und das ist auch nicht schlimm, wenn ich ein bisschen übermale über die Kratzer, weil da die Rüstung ja dann irgendwie gefühlt ein bisschen verfärbt wird. Was bei der Death Guard sogar richtig gut aussieht. Genauso setze ich hier Tropfen in diese ganzen Macken und abgesplitterten Stellen. Das ist wahrscheinlich eine Aufnahme für den Bolt dahinter. Da brauche ich es eigentlich nicht reinmachen. Da müsst ihr dann halt ein bisschen rumexperimentieren, wie viel von diesem Shade ihr dann auftragen müsst, um genau den Effekt zu erzielen, den ihr haben möchtet, beziehungsweise der eurem Auge schmeichelt. Weil der ein oder andere sagt vielleicht, das ist ein bisschen viel, macht aber mal weniger. Oder wieder ein anderer sagt, ich will aber diesen richtig krassen Kontrast, dass da viel von dieser Farbe zu sehen ist. Müsst ihr einfach mal schauen, wie viel ihr davon auftragen wollt. Und das mache ich jetzt im Prinzip im ganzen Modell, jeder Kante, jeder kleinen Niete, jedem Kratzer und jeder Vertiefung. Wenn ihr das schon ein paar Mal gemacht habt, sind die Handgriffe dafür so ein bisschen dann auch bei euch in Fleisch und Blut übergegangen, dann dauert das pro Modell gar nicht so lange. Das hört sich natürlich jetzt mega viel an, wenn ich sage, ja, jede Kante, jede Niete, jeden Kratzer, aber das Ergebnis wird für sich sprechen. Das mache ich jetzt einmal off-cam und zeige euch dann das Ergebnis,
mit Blacklining. Nach dem Blacklining sieht der Plague Marine schon mal ordentlich angeschmockt aus. Und jetzt geht's eigentlich daran, weitere Details anzubringen. Zunächst werde ich mit den Pigmenten die Metallteile nochmal vorbereiten. Dazu habe ich hier das Umbra Braun und das Terra di Siena und nehme mir hier ganz simpel einfach mal ein wenig Wasser, um ein paar der Pigmente anzulösen. Dann brauche ich ein paar mehr. So. Ein bisschen sowas wie so eine Paste draus zu machen. Jetzt nehme ich diese einfach mit dem Pinsel auf und male die ganz normal hier auf die metallenen Passagen auf. Das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen von den Schritten komplexer und vielschichtiger, da ich jetzt erst mehrfach Pigmente auftragen werde, dann einmal einen Shade draufsetzen werde, um diese da zu fixieren, dann ein bisschen highlighten werde, dann nochmal mit Pigmenten arbeite, mit einer dünnen Schicht, und dann nochmal ein Highlight setze. Aber da ich das bei dem Testmodell so oder so ähnlich gemacht habe und das Ergebnis mich überzeugt hat, werde ich das hier auch einfach mal genauso bearbeiten. Also erstmal Umbra Braun auf die Stellen. Natürlich, wenn euch das zu kompliziert ist, könnt ihr auch den einen oder anderen Schritt davon weglassen. Oder auch zwischendurch einfach stoppen. Vielleicht sagt ihr, nee, das hier so, dann mit dem, das gefällt mir ganz gut, das möchte ich gerne so machen. Kann ja auch sein. So, also einmal hier eine Schicht Pigmente Umbra Braun auf die Metallpassagen. So. Und nicht zu vergessen, auch am Bolter haben wir einige. Dieses Umbra-Braun wird automatisch ein bisschen in das Magazin reinlaufen. Aber das kann man auch nachträglich nochmal rausholen. So. Vorne auch. Am Lauf und am Messer. So wie der Zieloptik. Zack. Dann werde ich das Ganze nochmal wiederholen mit dem Terra di Siena, um ein möglichst vielschichtiges Ergebnis zu erzeugen. So. Und so könnt ihr natürlich auch eure ganzen Modelle untereinander so ein bisschen individualisieren, da das mit Pigmenten immer irgendwie anders aussieht. Auch wenn es das gleiche Modell ist, kann es hinterher anders wirken. So, das muss nicht 100% deckend aufgetragen werden. Rost ist ja auch nicht immer an allen Stellen der Oberfläche gleich. So. Das ist es. Dann der nette Herr. Noch einmal ein bisschen auf seinen Bolter.
So. Jetzt kommt der Teller einmal zur Seite. Und jetzt werde ich diese Stellen, weil da ja die Tiefe so ein bisschen verloren gegangen ist, nochmal wieder mit Agrax Earthshade Soft Tone bemalen. Und das hat den Vorteil, dass ich jetzt schon die Pigmente dadurch noch ein bisschen verschiebe, also wieder anlöse und ein bisschen verschiebe und das einen ganz guten Effekt gibt. Wichtig, wenn ihr jetzt hier im Shade drin wart, immer danach, nachdem ihr am Modell wart, den Pinsel auswaschen, damit ihr keine Pigmente, die ihr jetzt automatisch mit dem Pinsel aufnehmt, in euer Shade-Töpfchen hineingebt und dadurch euren Shade abändert, also die Farben ein bisschen ändert. So, vielleicht seht ihr das schon ein bisschen. An den hohen Stellen, an den Kanten, nehme ich dadurch ein bisschen den Shade weg. Ach, den Shade, die Pigmente weg. Und ziehe die ein wenig mehr in die Vertiefung rein. Also ungefähr den Effekt gibt, den wir wollen. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich aus Reflex mal eben ins Farbtöpfchen gepappt. Allerdings nur vorsichtig und oben in die Nase, also das sollte nicht so schlimm sein. Auswaschen. Hier das Kampfmesser. Seuchenmesser oder wie auch immer das Teil heißt. Wenn ihr jetzt mal hier so rüber geht, seht ihr vielleicht, ich die Pigmente ablösen kann damit. Also, das ist schon mal ganz gut. Dasselbe mache ich natürlich am Bollteil genauso. Schmiere erstmal schön überall hier den Shade drauf. Sehr schön. Das muss natürlich auch entsprechend wieder trocknen. Und danach kümmern wir uns schon mal um einige Kampfschäden an der Rüstung. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt ist Trocknungszeit. Ladies and Gentlemen, I think this guy is pretty damn awesome already. Aber wir wollen natürlich noch ein Stückchen weitergehen und das machen wir zunächst mit ein paar, sagen wir, Lackabplatzern auf der Rüstung. Dazu nehme ich mir hier diesen Schwamm, den ich zu Beginn erwähnt habe, dieses Stück von meinem Blister, nehme mir zur Hand Dried Bark und Aberdeen Black. So, hier mache ich es anders als bei den normalen Kampfschäden, die ich sonst anbringe, wo ich nochmal mit Silber rangehe. Hier stippel ich nur vorsichtig. Also ich nehme ein bisschen was auf den Blisterschwamm, trage das auf der Küchenrolle hier auf, dass ich nur noch ein bisschen dran habe und tupfe dann hier an ein paar Stellen vorsichtig was auf. Also es geht nicht darum, massiv noch Schäden anzubringen, außer vielleicht hier an dieser großen Fläche. Es geht darum, das vorhandene Modell jetzt hier noch ein bisschen aufzupimpen optisch und auch die Rüstung ein bisschen aufzubrechen. Ich suche mir hier eher zufällig Stellen raus, wo ein bisschen was von dem Rost dran sein könnte und tupfe da vorsichtig mit dem Blisterschwamm drüber. Ich bevorzuge dafür nach wie vor hier solche Kanten,
oder auch mal, wie eben vorne am Knie, solche großen Flächen, die sonst etwas uninteressant wirken. So, da will ich nochmal in diese Lücke. Oh, das war ein bisschen viel. Die saubere Seite nehmen. Ne. Kriege ich nicht wirklich was weggenommen. Dann ist da halt eine größere Macke. Es ist nur eine. Ist nicht so schlimm. So. Also ihr seht, wo es hingeht. Ein bisschen noch den Schaden der Rüstung ergänzen. Und da ich ja jetzt hier an dem Armschoner schon was dran habe, sollte ich auch hier etwas an die Hand anbringen, damit das realistischer aussieht. Wenn man von bei so einem posthumanen Krieger von Realismus reden kann. So, dann kann Braun einmal beiseite. Und ich nehme mir nochmal Schwarz zur Hand. Nehme davon auch ein bisschen was auf den Blisterschwamm. Tupfe das einmal hier ein bisschen ab. Und gehe nochmal ganz grob diese Stellen nach. Wo ich eben schon dran war. Ja, vielleicht treffe ich jetzt einige Stellen mehr damit. Das schafft noch ein bisschen mehr Tiefe am Modell, wenn zwei unterschiedliche Farben für die Kanten genutzt werden. Das sieht ein bisschen natürlicher aus. So, der nächste Schritt, den ich dann auch wieder teilweise off-cam machen werde, ist, dass ich mir nochmal die Pigmente zur Hand nehme. Nacheinander. Erst mit dem Umbra. Nachträglich mit dem Terra di Siena hier so ein bisschen Pigmente auf die Stellen auftrage. Ein bisschen diesen Rost aufgreife. Mache ich einmal, wie gesagt, mit dem Umbra Braun. Und dann nachträglich gehe ich dann nochmal mit Terra di Siena, jetzt habe ich es drauf, um noch so einen leichten Rotstich hier reinzubekommen in diese rostigen Stellen. Okay, das mache ich off-cam. Und genauso gehe ich auch hier nochmal in die Vertiefungen mit Rost rein. Nachdem nun überall diese rostigen Flecken an der Rüstung sind, kommt ein wichtiger Part, bevor der ganze Siff von der Rüstung läuft, und zwar noch ein paar weiße Highlights, um sozusagen die Grundfarbe der Rüstung wieder rauszuarbeiten. Diese weißen Highlights sind zum einen ein paar Kanten-Highlights und zum anderen unter den Stellen, wo zum Beispiel wir hier diese Kampfschäden aufgetragen haben. Ein paar weiße Linien, die so ein bisschen darstellen, als wäre da was aufgeplatzt oder aufgerissen. Und wir hätten dort eine Kante dementsprechend. Genauso hier an diesen schon vormodellierten Stellen kann man das auch machen. Also
solche Kanten. Einfach unterhalb der Stelle aufmalen. Also wie hier haben wir diese Risse, auch da geht das. Und natürlich nicht zu vergessen, ein paar leichte Kanten-Highlights. Hier zum Beispiel auf diesen Wülsten hier. Oder hier am Knie, wo keine Schäden sind an den Stellen. Hier oben, hier an dieser Armplatte, Unterarmplatte. Auch da kann ein bisschen was dran. Hier an diese Kante, am Helm zum Beispiel. Hier, da ist Schaden, da brauchen wir nicht dran, da, hier, hier vorne. Und das mache ich jetzt am ganzen Modell und dann sieht es schon wieder viel besser aus. Und ich zeige euch gleich einmal das Ergebnis. Nach diesen ganzen Highlights ist die Rüstung nahezu fertig. Es fehlt nur noch ein bisschen mehr Schmutz dran, aber da kümmern wir uns gleich drum. Zunächst nehme ich mir Gold. Nein, nicht Gold, Silber. Dann kann ich nämlich auch gleich die Rüstung direkt fertig machen danach. Ich nehme mir Lead Belcher. Das war ja die Grundfarbe für unsere silbernen Elemente. Und male dann hier diese Farbe vorsichtig. So auf, dass man immer noch was von den Pigmenten erkennen kann in den Vertiefungen. Das mache ich dann auch natürlich am ganzen Modell. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt wegblenden? Das geht ja eigentlich recht schnell. Auf der anderen Seite wird das Tutorial dann wieder so extrem lang, wenn ich sowas jetzt öfter mache. Und einfach drauf halte. Ich mache es einfach mal. So. Also alle Stellen, wo silbernes Metall ist, arbeite ich nochmal leicht raus. Kann die aber später nochmal mit Pigmenten wieder ein bisschen abändern. Also quasi nachträglich nochmal Pigmente auftragen, wo es mir nicht ganz so gefällt. Wahrscheinlich wird das Schwert eins der Elemente, wo noch ordentlich Pigmente hinterher draufkommen. Hinten diese Vertiefung, da kommen wahrscheinlich auch noch welche drauf. Nachträglich. So. Und wie ihr seht, hier mache ich jetzt zum Beispiel keine silberne Farbe auf die Kampfschäden mehr drauf, wie ich sonst bei anderen Modellen gemacht habe. Um dieses Feeling von einer verrosteten Rüstung noch ein bisschen mehr hinzubekommen. Im Gegensatz zu einer, die bis aufs Keramid oder wie auch immer jetzt diese Materialien alle heißen, die
verbaut werden, runtergekratzt ist. So, die gehe ich auch einfach ein bisschen so drüber. So, tada. Dann schnappe ich mir Runefang Steel und wiederhole diesen Schritt. Led Belcher kann schon mal weg. Das ist quasi die erste Farbe, die ich jetzt hier weg tue. Und den ich bis jetzt benutzt habe. So, das Runefang Steel nutze ich jetzt genauso. Vorsichtig. Von oben. Über die Stellen. Um Highlights anzubringen. Und eine gewisse Plastizität in das Modell reinzubekommen. Auch wenn ich dann nachträglich nochmal mit Pigmenten oder anderen Farben nochmal dran gehe, um dann diesen ranzigen Effekt nochmal rauszuholen. Runefang-Stil brauche ich gleich noch ein paar letzte Kanten-Highlights. Denn jetzt, ganz wichtig, geht es darum, die Rüstung noch mal ein letztes Mal abzuranzen. Ich nehme mir hier Umbra, braun, sehr flüssig, also sehr wenig Pigment auf viel Flüssigkeit, und gehe damit nochmal über diese gerade eben gehighlighteten Stellen drum, ganz leicht, auch um diesen Glanz noch mal rauszunehmen, aber dennoch diesen dreidimensionalen Effekt durch die vorher aufgetragenen Highlights zu erhalten. So. Das kann ich hier an den Stellen auch noch mal machen. Oh. Ein bisschen aus dem Fokus raus. Mea culpa. Das ist manchmal ein bisschen problematisch, wenn ich hier über die Kamera drüber weggucke und arbeite. So, Schwert dasselbe. Also man erkennt die Highlights, die ich vorher gesetzt habe. Aber dennoch hat man dieses pigmentierte, leicht abgeschmockte immer noch in dem Modell dran. Das waren die Metallpassagen. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt gibt es hier so Schmutz und Schmuck an der Rüstung. Jetzt nehme ich wieder ein ganz bisschen davon auf den Pinsel. Ziehe hier so. Das war sogar ein bisschen zu wenig. Und ziehe so ganz leichte Linien. Zum Beispiel von diesen Vertiefungen aus. Runter. Oder hier oben. Würde da überall so ein bisschen von diesem Zeugs runterlaufen. Und da
alles voll Schmucken. Aber auch das muss relativ gut dosiert sein. Wenn es zu viel ist, wirkt es hinterher auch nicht mehr. Irgendwas vielleicht? Nicht wirklich, ne? Das Ganze wiederhole ich jetzt auch nochmal mit Terra de die Siena. Ein ganz bisschen noch an die Stellen, an denen ich gerade war. Das war ein bisschen viel. Ja, das kann ich jetzt zum Glück mit dem Pinsel aufnehmen. Okay, hinten haben wir jetzt nicht wirklich so viele Passagen am Modell, wo man das gut anbringen kann. Gab der Farbtester wirklich mehr her an solcher Stellen. Das ist auch okay. Jedes dieser Modelle ist etwas Besonderes, doch irgendwie was Eigenes. So. Das waren die Pigmente. Jetzt nehme ich mir nochmal den Seraphim Sepia Soft Tone und ziehe hier zum Beispiel an manchen Stellen nochmal so ganz leicht was von der Farbe rein. Zum Beispiel hier das Gelbliche ein bisschen zu intensivieren. Schweres Wort. Da zum Beispiel und ein bisschen mehr. Hier wirkt das noch ein bisschen unspektakulär, also mache ich da auch noch ein bisschen was rein. Verfärbe jetzt quasi damit nachträglich noch die Rüstung ein bisschen an einigen Stellen. Und hier geht es wirklich darum, nur einen Hauch zu verfärben. Da könntet ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist ja ganz cool, aber ich möchte diese leicht kränkliche Rüstung, dass die so ein bisschen violett vielleicht auch angehaucht ist, könnt ihr an der Stelle auch mit ein bisschen violett arbeiten. Das gibt bestimmt auch einen coolen Effekt. Der an manchen Stellen kränklich und entzündet wirkt. Ich für meinen Teil möchte das eher so haben. Und das sieht schon mal verdammt gut aus. Möchte ich behaupten. So, jetzt kommen noch ganz viele lustige kleine Details dran. Das kann erstmal weg. Und zwar arbeite ich jetzt die grünen Elemente auf, indem ich erst einmal mit Castellan Green drüber gehe. Schulterrand ein bisschen was von der Farbe stehen lasse. Oh, da haben wir so ein paar Löcher, die habe ich gar nicht beachtet eben. Da muss ich nochmal ganz schnell hier an die Pigmente.
Pigmente ran. Also wie ihr seht, man kann auch problemlos noch nachträglich sowas aufbringen. Hier diese Löcher da hinten, die kriegen auch noch ein bisschen. Bisschen Rost rein. So. Dann nehme ich mir Death World Forest. Haben einen sehr feuchten Pinsel, also im Prinzip wenig Pigmente auf dem Pinsel. Und ziehe so ganz leichte Linien von oben nach unten. Wie man sieht, deckt das nicht hundertprozentig. So, das Ganze dann. Nochmal. So, dann nehme ich einmal ganz viel Farbe aufs Pöttchen. Mal hier oben. Die oberste Rundung. Schulterplatte an und erzeuge somit so einen minimalen Farbverlauf. Der so ein bisschen so eine Rundung andeutet. Es ist nicht viel, aber wir wissen, dass es da ist. So. Als nächstes werde ich die ganzen goldenen Elemente bearbeiten und die silbernen noch einmal. Beim Silbernen setze ich nur mit Runefang Steel ganz klar definierte Edge Highlights, zum Beispiel hier an dieser Kante einmal entlang, hier einmal entlang, hier oben, hier, hier und hier, also wirklich nur gezielt. Und mit dem Balthasar Gold arbeite ich langsam hier die erhöhten Positionen wieder auf. Und das auch noch einmal mit dem Runelord Brass nachträglich noch mal ein bisschen. Dann zeige ich euch da einmal gleich das Ergebnis. Sonst wird das ja alles zu lang. Nachdem ich nun Silber und Gold gehighlightet habe, wirken die goldenen Elemente natürlich ein bisschen zu stark. Deshalb nehme ich mir nochmal Nihilac Oxide. Nehme nur ganz, ganz wenig auf den Pinsel. Und gehe hier gezielt diese Stellen nach, wo ich meine, dass ein bisschen mehr Grünspan dem Modell optisch auch gut tun würde. Meist sind es die Stellen hier in diesen Vertiefungen, wo auch die Nieten sitzen, wo gut und gerne noch ein bisschen was wieder drauf kann nach dem Highlighten. Und wenn es nicht dick aufgetragen ist, das sogar eine schöne sanfte Schattierung geben, im Gegensatz zu diesem ganz krass zyanen farbenen. Hier oben am Kopf brauchen wir allerdings noch mal diese scharfe Linie, um das von dem anderen Metall abzugrenzen. Hier kann man die Nieten noch ein bisschen hervorheben. Nämlich noch ein bisschen mehr hier drunter setze.
So. Dann haben wir noch hier die Stellen. Und hier unten diesen kleinen, diese kleine Fliege auf der Kniepanzerung, die man noch ein bisschen vertragen konnte. Und dann könnten wir uns direkt den nächsten Farben zuwenden. Und ich denke, das sind diese ganzen kleinen Tentakel. Die werde ich jetzt nacheinander mit Bogman's Glow, Cardian Flashstone, Kislev Flash und Flayed One Flash highlighten. Und danach beim Blacklining mit Reikland Flash Shade schalte ich euch wieder dazu. Diese ganzen fleischigen Parts sind jetzt über Bookman's Glow, Cadian Flashstone, Kissel Flash bis nach Blade One Flash hochgezogen und heben sich jetzt nicht ganz so sehr von der Rüstung ab, was aber auch gar nicht so doll schlimm ist. Jetzt nehme ich mir Reikland Flash Shade und setze im Prinzip nochmal ein Black Lining um diese Elemente drumherum. An den Stellen, an denen sie zum Beispiel mit der Rüstung in Kontakt kommen. Dann nochmal eine etwas dunklere Linie zu haben, das Ganze abzutrennen. Und hier zum Beispiel, wo dieser Schlauch fleischig mutiert ist, genauso wie am Backpack hier, gehe ich nochmal in diese Vertiefung mit Reikland Flash Shade rein. Definieren. Genauso gehe ich jetzt mit Minimal Reikland Flash Shade hier unten bei diesem komischen Tentakelauswuchs nochmal unten in diese untersten Elemente rein. So, und wir nähern uns tatsächlich dem Finish. Als nächstes kommen die Schläuche dran, die überall sind. Da werde ich als Grundschicht einmal Ashing Gray auftragen und dann die Strukturen mit Dawnstone und Administratum Grey nachziehen, also bei diesen Schläuchen hier in diese Richtung. Das zeige ich euch gleich, wenn es fertig ist, um Zeit zu sparen, und schichten solltet ihr ja können. Wobei, Moment, halt, ich habe auch noch den Bolter, den werde ich einmal mit Schwarz nachmalen, und wenn ich dann mit Ash and Grey sowieso dran bin, auch ihm ein paar Kanten-Highlights geben. Haha, fast vergessen. Nachdem auch nun die ganzen Kabel und grauen Passagen gehighlightet sind, kümmere ich mich nun um das Holz, also um den Griff des Bolters und den Griff der Granate. Diese werde ich zunächst mit Dried Bark bemalen, wobei ich dann hier vorne dieses Bändel auch nochmal bemalen kann, weil da die Basis ja auch Dried Bark ist. So. Und hier den Griff der Granate. Noch hier einmal diese Klinge. Und hier noch ein paar Bändel, die die Klinge am Körper festmachen. Ich glaube, sowas haben wir hier auf der Seite auch nochmal. Genau hier. Da haben wir auch nochmal so komische Bändel. So. Kümmern wir uns um die Granate.
ein wenig Dried Bark. Und ein wenig Storm Vermin Fur. Er gibt braun, mit einem leichten Graustich. Das nehme ich jetzt um hier. Griff der Granate und den Griff des Schwerts und den des Bolters ein bisschen zu highlighten. Dann nehme ich noch ein bisschen mehr Storm Vermin Fur auf, mische das da rein. Erhalte noch ein bisschen helleres. Setze das nochmal hier für die Granate. Storm Vermin Fur. Gebe hier oben auf diese Seite punktuell ein bisschen was auf. Da könnte man sich jetzt noch überlegen, im ganzen Trupp, um ein bisschen Variation reinzukriegen, dass man das nachträglich noch mit Agrax Earth Shade abdunkelt. Das werden wir auch gleich machen, aber erstmal kommen jetzt noch die Bändel dran. Für die Bändel nehme ich mir einen Mix aus Burnt Dried Bark, einen Teil, und Doom Bull Brown, einen Teil. Ich habe mir nämlich, während ich das hier gerade bemale, überlegt, dass es ein bisschen in die Richtung Rotbraun gehen soll. So, da haben wir dann einmal hier das Bändel an der Seite. Einmal dieses hier und einmal hier vorne am Bolter. Rückseite natürlich nicht vergessen. Dann nehme ich mir einmal reines Doom Bull Brown. Gebe noch einmal in den Mix von eben ein bisschen Tusk Gore. Ach, geht nicht auf. So, ein wenig Tusk Gore Fur. Schauen wir mal, wie das wirkt. Bisschen heller. Wunderbar, an einigen Stellen ein bisschen hier berühren. So, und einmal reines Tusk Gore Fur. Ein, zwei kleine Striche.
So. Und dann kann ich hier das Ganze noch mit ein bisschen verdünntem Agrax Earth Shade wieder ineinander blenden, damit es natürlicher aussieht. Und auch hier zum Beispiel den Griff der Granate und des Messers noch ein bisschen abdunkeln. So, während das trocknet, schnappe ich mir noch mal ein bisschen von dem Pigmenten. Die sind jetzt hier auch sehr dünn gemischt, also mit sehr viel Flüssigkeit. Und gehe noch mal partiell hier gezielt an die Stellen ran, wo noch ein bisschen was hin soll. An Rost. So, bleiben noch die Augenlinsen und der Schädel. Die Linsen sind eine recht einfache Sache. Ich nehme mir Corn Red. Das war die erste Farbe, die ich genommen hatte. Setze eine feine Linie hier rein. Dann nehme ich mir Mephisto Red. Ganz bisschen auf die Spitze. Das reduziert das Potenzial, irgendwo zu treffen, wo ich nicht möchte. Ziehe nochmal eine Linie rein, ziehe diese aber nicht bis ganz hinten durch, dass im hinteren Augenwinkel nochmal die Stelle ein bisschen dunkler bleibt. So, und diese Schritte wiederhole ich jetzt mit Wild Rider Red und Troll Slayer Orange genauso. Und das braucht natürlich ein bisschen Konzentration. Am Anfang natürlich auch ein bisschen Übung, klar. Aber irgendwann habt ihr den Kniff raus. Gerade wenn ihr zum Beispiel hier für die Death Guard häufiger Modelle mit diesen Sehschlitzen habt, dann gewöhnt ihr euch relativ schnell an die Handbewegung, die ihr machen müsst. Dann nehme ich mir einmal Avalon Sunset. Das ist gelb. Setze einen ganz kleinen Punkt hier vorne in die Linse. Und dann einmal Palette Witch Flash, um im hinteren Winkel des Auges auch noch mal einen ganz kleinen Punkt zu setzen. Das ist dann quasi der Reflexpunkt.
Einmal. Zweimal. So, die Augen haben wir. Bleibt noch der Schädel, Zusammenbau und Finish. Ich habe Karak Stone, Ushabti Bone, Screaming Skull und Palette Witch Flash. Alles Farben, die ich vorhin vergessen habe. Weil ich diesen Schädel ja einfach auch ganz vergessen habe. Nehme zuerst Karak Stone. Recht flüssig auf den Pinsel. Grob hier diesen Schädel und die Linienführung des Schädels nach. Dann dafür noch eine zweite Schicht. Ein bisschen mehr Farbe auf dem Pinsel. Im Verhältnis zum Wasser. Dann schnappe ich mir Ushabti Bone. Gleiches Spiel. Gehe hier die ganzen erhöhten Stellen nach. Und jetzt könnte ich gleich auch, um dem Knochen einen natürlicheren Ton zu geben, noch einmal mit Seraphim Sepia den ganzen Knochen abschäden. Ich glaube, das mache ich aber hier in diesem Falle nicht, weil dann die Ähnlichkeit zur Rüstung doch zu hoch wäre. Und das wollen wir ja nicht ganz so. So, jetzt habe ich hier gerade Screaming Skull ausgepackt. Auch hier gehen wir wieder über die ganzen Stellen, aber eher da, wo das Licht ist. Und noch ein letztes Highlight mit Palette Witch Flash. Und zwar hier oben am Kiefer ein paar Punkte an den Zähnen. Dann einmal hier unten an den Augen, weil das Licht ja von oben kommt. Und von der anderen Seite. Auch nochmal ein paar wenige Punkte. Tada! Das ist im Prinzip jetzt der fertige oder fast fertige Plague Marine. Ich werde jetzt einmal gleich noch auf Cam den Bolter ankleben und das Modell auf eine andere Base setzen. Dann werde ich Klarlack übersprühen. Und danach zeige ich euch nochmal die Sache mit dem Artcode und mit dem Blood und dem Blood God. Das Modell ist nun fast fertig. Ich habe off-cam nochmal ein wenig Drybrushing in Dried Bark und in Abaddon Black oben an den Schloten ergänzt, dass die noch ein bisschen abgeranzter aussehen. Das hatte ich eben irgendwie vergessen. Jetzt nehme ich mir einmal Artcode. Also den Klarlack. Jetzt ziehe hier ganz vorsichtig ein bisschen in die Augenlinsen. Wenn noch andere Dinge am Modell wären, wie zum Beispiel Plasmaspulen oder ähnliches, würde ich da auch nochmal Artcode draufsetzen. Und dann nehme ich mir noch einmal Blood for the Blood God. Und damit
pimpe ich ein bisschen diese ganzen fleischigen Elemente. Ganz minimal Blood for the Blood God auf dem Pinsel. Ein bisschen was davon hier drauf. Zum Beispiel hier die Vertiefungen. Übergänge zur Rüstung oder aber auch hier an den unteren Rand, wo diese Reste der Schläuche durchblitzen. Oh, das ist ein bisschen viel. Das kann man ja zum Glück mit ein bisschen Wasser ganz schnell wegmachen. Damit ist unser Plague Marine fertig. Jetzt könnte man hier vorne an die Klinge noch ein ganz bisschen Blut dran machen. Aber auch das möchte ich natürlich nicht so übertreiben, wie ich es zum Beispiel damals bei meiner Iron Warrior gemacht habe. Die waren ja über und über mit Blut bespritzt. Hier so ganz dezent ein paar kleine Spritzer. Ein bisschen Verfärbung durch Blut. Ein bisschen nur halt. Und wenn es zu viel ist, einfach wieder ein bisschen abtupfen. Damit ist unser zweiter, also mein zweiter, unser in diesem Tutorial erster Plague Marine fertig. Und wir können ihn mal mit dem ersten vergleichen. Den haben wir hier. Der zweite ist ein bisschen gelblicher geworden im Vergleich. Aber ich meine, mich stört es nicht. Passen wunderbar zusammen, die beiden Jungs, und können jetzt eigentlich auch zusammen schon in die Schlacht ziehen. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen bei diesem How to Paint. Wenn ihr das ausgekoppelt vom Maltisch am Mittwoch seht, werdet ihr jetzt rechts und links oben noch ein paar Links eingeblendet sehen, und ihr könnt dann auch nachmalen oder auch in die Kommentare schreiben, was an dem Tutorial ihr hilfreich gefunden habt. Und ja, ich danke euch dann fürs Zuschauen.